Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist ja Zeit für ein Zeitschriften-Review. Lego Marvel Spider-Man, Ausgabe Nummer 4. Auch mit Paperback jetzt hier von Green Goblin. Zwei oben steht Lego Schurke, grüner Kobold plus Gleiter. Der ist auch noch drin. Und eine Sammelkarte aus den Avenger-Sammelkartenserie. Und zwar die Nummer 5, Black Panther. Genau, nur hier erhältlich. 4,99 das Ganze am Kiosk. Sehr cool. Ich würde sagen, wir machen mal die Figur ab hier, diesen Paperback. Die bauen wir dann auf, sobald die Anleitung im Heft kommt. Und gucken uns auch die limitierte Karte an. So, Klebepunkt noch auf die Seite. Und den zweiten Klebepunkt ebenfalls auf die Seite. So, da haben wir das Paperback. Ist alles weg. Und dann machen wir noch die Limi ab. Da steht's, Lego Avengers, also Lego Marvel Avengers, Black Panther, Heldenkarte. Kommt auch auf die Seite. So, Klebepunkte weg. Und auch hier die Klebepunkte noch fort. Boing. Und einmal gegen Stativ stoßen. So muss das. So, also, dann nochmal ohne Extras. Lego Extra. Hehehe, grüner Kobold plus Supergleiter. Dann ein Spiel. Bösewichter übernehmen New York City. Dann haben wir Dr. Doom und Dr. Octopus. Doc Ock. Ein Mega-Comic. New York versinkt im Kobold-Chaos. Zwei Poster, Spider-Man gegen Sandman und Chaos hoch 2. Und dann haben wir noch die Sammelkarte, nämlich die Karte Nummer 5, der Black Panther. Gut, dann schauen wir mal rein. Dann haben wir Werbung für Lego City, deine Stadt, keine Limits. Ja, zum Beispiel mit der Autowerkstatt, ultimative Stunt-Fahrer-Challenge aus Stunts und Hauptquartier der Rettungsfahrzeuge. Dann das Inhaltsverzeichnis hier und dann noch hier mit einem Ausschnitt aus dem Daily Bugle, Kürbis-Chaos, yeah, Schurken. Fiese Lache und April, hier schon die ersten Rätsel anscheinend. Dann haben wir Grüße vom grünen Kobold, die Wettervorhersage, es regnet Kürbisse. Auf in die Luft, meine Gleiter. Und dann hier direkt die Bauanleitung. Und dann nutzen wir das doch mal und bauen das Set, also die Minifigur auf. Beides. So, also ein schönes Paperback. Ich mag die immer mehr. Besser als die Plastikverpackung. Und jede Menge Teile. Das ist Wahnsinn, was da an Teilen alles drin ist. Steht immer dabei, wie viele Teile es sind? Ne, steht da leider nicht dabei. Na gut. Also, dann bauen wir erstmal die Minifigur zusammen. Da hätten wir hier die Beine, ganz einfache lila Beine. Dann der Oberkörper, vorne, hinten drückt, keine Armprints oder so. Dann haben wir den Kopf, zwei Gesichtsausdrücke. Einmal richtig fies guckend und dann diabolisch lachend. Na. Aber dann, bevor wir die Haare draufsetzen, eigentlich bevor wir den Kopf draufsetzen, Arm hoch und dann kommt die Umhängetasche, zack, da hat er dann seine Dings drin, seine Kürbisbomben, kommt der Kopf drauf und auf den Kopf kommt dann noch die Zipfelmütze mit seinen spitzen Ohren und fertig ist der Green Goblin. Er bekommt dann noch zwei Kürbisbomben und zwar sind es hier so orangene Minifigurenköpfe, die da oben eine Flamme reingesteckt wird. So. Zack, zack. Und dann kommt das dann in die Hand. Eine hier und eine auf der anderen Seite. Da kann er dann die beiden Kürbisbomben werfen, der grüne Kobold. Perfekt. So, dann bauen wir noch seinen Gleiter. Da brauchen wir dieses Teil. Mit zwei von denen an den Seiten, dann die mit einer Bar in die andere Richtung. Einmal, zweimal. Die eine Seite dann ein Modified. Der transparente Stud, dann die Flammen. Zack, okay. Dann da drauf das hier. Vorne dann das mit einer Bar. Dann so und so. Und zum Schluss noch die beiden Flügel hier an den Seiten, also Flügel an den Seiten. Wir haben tatsächlich ein Ersatzteil, was eigentlich nicht sein dürfte. Wir haben eine Flamme zu viel. Guck eine an. Ein kostenloses kleines Lego-Ersatzteil. So, und dann können wir den hier draufstellen. Und fertig ist er, der Green Goblin auf seinem Gleiter mit zwei Kürbisbomben. Coole Minifigur, muss ich sagen. Gefällt mir. Und ja, mit der Anleitung auch recht schnell zu bauen. Viel los im Versteck. Eine Mission. Teil 1, Teil 2, Teil 3 und schließlich Teil 4. Dann Mission. Wirre Worte.
Ah, hier. Mysterio. Ah, ja, Dr. Doom, Venom und das müsste hier Sandman sein. Dann haben wir da, ja genau, die neue Lego Marvel Avengers Trading Card Serie ist da, wo wir hier die limitierte Karte, die LA5 haben. Mit Black Panther, hier auch die Goldkarten. Die auch noch nicht alle zusammen. Dann geht's los mit dem Comic Teil 1. Quatsch und Kürbisse. Ein Spidey-Comic. Und da geht's los. Erste Doppelseite. Noch eine Doppelseite. Noch eine Doppelseite. Und dann Forschung auf. Forschung, genau. Fortsetzung auf Seite 24. Dann haben wir Spideys Notizen Mysterio. Was ich weiß. Echter Name Quentin Beck zum Beispiel. Ja, das ist sehr cool. Und hier Kräfte, Schwäche und die Geschichte. Ja, hier die Sinister Six. Dann haben wir Chaos hoch 2. Ja, auch hier mit dem Green Goblin. Und dann hier noch Spider-Man gegen Sandman. Dann Vorschau für das Lego Star Wars Magazin. Hier mit Obi-Wan Kenobi, der Minifigur. Das habe ich euch schon gezeigt, das Heft. Sehr empfehlenswert. Unbedingt kaufen, wenn es noch erhältlich ist im Kiosk. Dann haben wir Alarm auf der Brooklyn Bridge. Ein Spiel. Hier ist Start, da ist Ziel. Bzw. hier ist Start und da ist Ziel. Also für zwei Spieler hier. Ja, wie man das spielt, sind ja die Regeln. Dann geht es mit dem Comic weiter. Zurück in Peters Schule. Doppelseite Comic. Noch eine Doppelseite Comic. Noch eine Doppelseite Comic. Und noch eine Doppelseite Comic. Aber auch dann Ende. Das war's dann mit dem Comic. Dann haben wir hier noch Spider-Man enttarnt. Eine Mission. Hier wieder Doc Ock. Das wäre auch eine coole Minifigur, die drin sein könnte im Heft mal hier. Das wäre dann mal was. Mach mit und gewinne. Ja, viermal Spider-Man und viermal Miles Morales versus Morbius. Na, hier mit einer kleinen Umfrage einfach ausfüllen, da kann man ein Gewinnspiel teilnehmen. Sehr cool. Und nächstes Mal ist, oh Mann, warum schon wieder Venom? Das verstehe ich nicht. Wir hatten doch ein Venom. Gut, das war im Avengers-Magazin, aber trotzdem. Hatten wir Carnage im Spider-Man-Magazin? Ich glaube. Aber auch irgendwie, also ich hätte mir Doc Ock mehr gewünscht irgendwie. Das wäre doch cooler gewesen. Na, stattdessen haben wir Venom drin, schade. Naja, trotzdem, nächstes Heft ist dann Venom drin und ich vermute mal wieder eine Karte. Steht jetzt nichts dabei, aber ich würde mal behaupten, dass auch wieder eine Karte zum Avengers Trading Card, zur Trading Card Serie dabei ist. Dann Lego Minecraft Magazin. Zeige ich euch auch immer die Ausgaben auf Instagram. Helfen mit Fotos. Und dann das Marvel Avengers Magazin, was ich jetzt auch neuerdings auf dem Kanal hier zeige, denn da sind ja jetzt auch limitierte Karten dabei. Jetzt natürlich die LE2 Tor. Das Booster Pack. Jo. Das war das Heft. Das war die Minifigur. Und das hier war bzw. ist die limitierte Karte aus der Lego Avengers Sammelkartenserie. Und zwar die Nummer 5 LE5 Black Panther. Und genau diese Karte habe ich noch ein zweites Mal hier. Die könnt ihr gewinnen. Ja, wie immer. Ihr kennt es ja. Ist ja eigentlich, habt ihr nur darauf gewartet, ist immer in den Videos so aus dem steht im Titel ja auch Gewinnspiel drin. Von daher. Ja. Karte könnt ihr gewinnen, was müsst ihr tun? Ihr müsst zum einen den Kanal abonniert haben. Wenn noch nicht geschehen, könnt ihr das auch gerne jetzt in der Zeit noch machen. Dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Auch das könnt ihr jetzt gerne noch machen. Und ansonsten einen Kommentar verfassen mit dem Hashtag Spider-Man. Kein Bindestrich, einfach nur Spider-Man. Zusammengeschrieben, kein Leerzeichen, kein Bindestrich, Hashtag Spider-Man. Dann seid ihr im Lostopf. Einsendeschluss wie immer in einer Woche. Dann werde ich über einen Random Comment Picker einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin auslosen und dieser Person dann schnellstmöglich die Karte zuschicken, sobald ich die Adresse bekommen habe. Genau. Ich drücke wie immer allen Teilnehmenden die Daumen und würde sagen, auch wenn ihr nicht im Gewinnspiel teilnehmen wollt, Abo wäre immer cool. Auch gerne Daumen nach oben. Von mir ist auch ein Daumen nach unten. Dann aber gerne einen Kommentar schreiben, warum der Daumen nach unten, damit ich weiß, was ich anders oder besser machen kann. Ja, und auch sonst Kommentare. Alles, was euch so zur Lego Marvel Avengers Sammelkartenserie einfällt, zu Lego Spider-Man, zum Magazin, zu den Figuren oder zu Marvel Superheroes von Lego allgemein, von mir aus auch zu DC Superheroes oder Lego ganz allgemein. Alles, was hier so thematisch dazu passt, was euch da so einfällt, haut es in die Kommentare und lasst uns da mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.